Ja, herzlich willkommen zurück. Ich mach mal Deutsch, genau. Hier ist ein Tomb Raider-Spiel. Ich kenne leider nicht den ganzen Titel, aber wem es auffällt und weiß, wie der Titel genau heißt, ich meine, ihr werdet es vielleicht auch sehen im Titel. Dann habe ich das im Nachhinein nochmal nachgeguckt, bevor ich das Ding hier hochlade. Ich bin übrigens die Torfina, ne? Genau, Torfina. Und wir machen neues Spiel und er fokussiert nicht. Tu das nicht, fokussiere. Soll ich das laufen lassen? Eigentlich sollte ich es ja laufen lassen, ne? Hiervon könnte ich mir vorstellen, dass ich davon mal ein Let's Play mache. Das ist jetzt nur ein angezockt Teil, also mindestens drei Teile. Maximal fünf. Genau. Wer das lesen möchte, kann ja auch gerne mal auf Stopp drücken. In dem Let's Play würde ich das versuchen vorzulesen. Ich würde es versuchen. Na, hör auf damit. Fokus, bleib hier. Fokus hat keinen Bock. So. Sieht so aus, als wäre es noch ein ganzes Stück rauf. Das nächste Mal besorge ich mir einen anderen Hubschrauberpiloten. Ne? Halt, haben wir nicht hier noch irgendwie was? Habt ihr Tomb Raider gespielt? Wenn ja, welche Teile? Würde mich gerne mal interessieren. Ich habe Tomb Raider 1, 2 und 3 und auch 4 angespielt damals bei meinem Vater auf dem PC. Und dann habe ich halt für die PlayStation 3 ja, halt auch so eine Trilogie, wo Tomb Raider Legend, Underworld und Anniversary, also praktisch Teil 1, nochmal Neuauflage ist, genau. Ja, das war schon mal nix. Ich wollte springen. Das Buch von Ezekiel, ist das richtig? Ezekiel bezieht sich auf dieses Plateau. Es gibt einen Weg dorthin hinein. Faszinierend. Das sehen alles aus wie Wikingerköpfe irgendwie, oder bin ich doof? Tomb Raider irgendwas. Tomb Raider irgendwas. Puh, hier könnte man mal wieder lüften, gelüftet werden. Interessant. Ist Lara Croft jetzt zu Spock geworden? Faszinierend. Interessant. Das Spiel ist für mich natürlich nicht mehr blind, ne? Also ich weiß, wie geht. So klein wie eine Puderdöschen, aber sicher nützlich. Was ist klein wie ein Puderdöschen? Meinst du jetzt die Waffen hier oder beziehungsweise die Munition oder? Also das Bild hier vorne, ne, was jetzt vor Lara drauf ist hier, das sieht doch aus wie ein Wikingerkopf oder bin ich irgendwie falsch informiert? Das schaffe ich.
Muss ich das denn schaffen? Nö, muss ich nicht. Ich kann doch einfach weitergehen. Weil da unten ist ja nichts. Ich kann immer eine Aspirin vertragen. Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Oh ja. Alles klar. Das war wieder nix. Ein Satz mit X war wohl nix. Das könnte Pegasus sein, das ist irgendwie so ein geflügeltes Pferd. Fokus, bitte bleib bei mir. Ups. War das im zweiten Teil? Ich glaube, ja, das war im zweiten Teil, ne, wo Lara, wenn die was aufnimmt, immer aha gemacht hat. Oder mhm. Das war mal immer lustig, ey. Das habe ich dann immer nachgemacht. Aha. Ah, ich muss ja da hoch. Stimmt. Von da oben kam ich, ne? Ja. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich herkam. Jetzt müsste man fragen, Torfina, was ist los mit deinem Kopf? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Sorry, dass ich so rumwackel. Ich versuche das so minimal wie möglich zu machen. Schön gegen die Wand klatschen. Mit Lara. Ausgezeichnet. Jetzt wird Lara hier zu Mr. Burns oder was? Der sagt doch auch immer Mr. Burns. Ausgezeichnet. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Lara findet ihr cooler? Mist, da komme ich so gar nicht hoch. Okay. Überall die Flammen hier.
Ich komme in der Zeit am Ständer. Es tut mir leid, Freunde. Ich wackel hier rum wie sonst was. Aber die Falle deaktiviert. Schön gegen die Wand wieder klatschen mit Lara. Oh. Ausgezeichnet. Ach, da ist schon wieder einer. Stimmt ja. So. Ach nee, wir müssen ja noch was machen. Da ist auch noch eine Tür zu. Stimmt ja. Also mit den Medikits ist man hier in dem Spiel wirklich sehr kulant. Also die gibt es hier wirklich en masse. Ich kann ja mal auf Select. So. Auf Select sieht man dann hier die Pistolen. Uzi-Munition haben wir schon 80. Dann kleine Medipicks 8. Davon 4. Genau. Jetzt kriege ich eine Sprachnachricht, aber das ist nicht schlimm. Und man kann ja nicht wissen, dass ich jetzt irgendwas aufnehme. Dass ich jetzt irgendwas aufnehme und dann nehme ich das Medipick auf. Medipick. Medikit. Meine Güte. Ich kann nicht mehr reden. Das ist ein Mechanismus, ey. Damit da die Tür aufgeht. Welchen Tomb Raider-Teil findet ihr am besten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde auf jeden Fall die ersten drei Teile richtig gut, weil den vierten konnte ich nicht komplett spielen. Genau. Und jetzt muss ich woanders langlaufen. Jetzt muss ich hier, glaube ich. Genau. Den vierten Teil konnte ich nicht ganz anspielen, weil da war irgendwie ein Fehler oder so. Den konnte mein Vater nicht beheben irgendwie. Genau. Und ja... Dann sage ich kurz mal bis zum nächsten Mal, eure Tofina.